Gärtner, wie waren denn die Anfänge dieses Leitfriedhofs? Wie kam es dazu, dass hier in Nürnberg so eine Institution ist und es muss ja auch was Besonderes sein in Deutschland? Also die Anfänge waren quasi der Gedanke, dass man ein Leitbild schaffen wollte, um zu zeigen, wie man den Kulturraum Friedhof hochwertig gestalten kann, nachdem in den 70er Jahren hauptsächlich industrielle Fertigung von Grabmalen Einzug gehalten hat und so dieses Individuelle und die gute Gestaltung immer mehr unter den Tisch fielen. Es gibt auf vielen Friedhöfen vielleicht kleinere Bereiche, in denen man auch versucht hat, gute Grabmalgestaltung zu zeigen, aber in der Größe ist es mit Sicherheit in Nürnberg der einzige. Also zum einen wollte man die Gestaltung des Friedhofsraums betonen, dass man eben weggeht von dieser uniformen Rasteranordnung von Grabstätten und hingeht zu einer parkartigen Gesamtgestaltung, die auch Ruhe und Geborgenheit vermittelt. Und zum anderen auch dadurch, dass man manche Grabstätten freilässt und eben nicht jeden Platz ausnutzt, eine gewisse Lockerheit und Lebendigkeit reinbringt und dann natürlich auch die gute Grabmalgestaltung und die gute Grabgestaltung einfach präsentiert. Der Leitfriedhof wird nicht mehr genutzt, weder von Leuten, die sich als Ratsuchende hierher begeben, noch von Leuten, die gute Gedanken haben und den Leitfriedhof bespielen möchten. Diese Sachen finden heutzutage hauptsächlich im Internet statt, also da präsentieren sich Gestalter und da suchen zum Beispiel Friedhofsbetreiber nach Tipps und deswegen ist der Leitfriedhof als echter Ort, der auch einen gewissen Unterhalt erfordert, einfach nimmer ganz am Zahn der Zeit.